Entgegen zahlreicher Verlautbarungen in der Presse bleibt festzustellen, die Bundesautobahn A20 ist und bleibt ein wesentlicher Baustein zur wirtschaftlichen und touristischen Entwicklung unseres Landes. Mit dem Bau der A20 wurde trotz vehementer Widerstände die infrastrukturelle Grundlage dafür geschaffen, dass sich die Wirtschaft in unserem Bundesland in den vergangenen Jahren so gut entwickeln konnte. Nicht ohne Grund spricht man heute von der Lebensader von Mecklenburg-Vorpommern. Deshalb ist es umso verständlicher, dass Vertreter der Wirtschaft, des Handels, des Handwerks und des Tourismus, aber auch die vielen täglichen Pendler mit großer Sorge die Absackung in der Autobahn A20 in Höhe Triebsees betrachten. Wie Sie alle der Presse entnehmen konnten, oder wer von Ihnen aus Vorpommern kommt, es auf dem Weg nach Schwerin selbst beobachtet hat, sind am Montag der vergangenen Woche in Fahrtrichtung Rostock über 1000 Kubikmeter Erde inklusive der Fahrbahn weggesackt. Dabei ist ein Loch von ca. 400 Quadratmetern mit einer durchschnittlichen Tiefe von 2,50 Meter entstanden. Glücklicherweise wurden die Absackungen der Fahrbahn frühzeitig bemerkt, sodass eine rechtzeitige Sperrung der Fahrbahn Schlimmeres verhindern konnte. Derzeit kann nur der Verkehr in Richtung Stettin fortgeführt werden. Wie lange dies allerdings möglich sein wird, bleibt fraglich. Ständige Kontrollen und Messungen sollen gewährleisten, dass keine Gefährdung der Verkehrsteilnahme durch weitere Absackung erfolgt. Sehr geehrte Damen und Herren, viel wurde bereits darüber spekuliert, aus welchem Grund die Fahrbahnabsackung erfolgte. Neue innovative Bauverfahren, unsachgemäße Ausführungen der Bauarbeiten oder fehlende Tragfähigkeit des Bodens. Ich werde mich jedenfalls an diesen Mutmaßungen nicht beteiligen. Hier sind die Experten gefragt. Derzeit kann jedoch noch niemand abschließend sagen, aus welchem Grunde die Setzungsprozesse erfolgten. Es bleibt fraglich, ob die Gründe der Absackung jemals gänzlich aufgeklärt werden können. Für meine Fraktion allerdings spielt dies eine nachgeordnete Rolle, denn Haftungs- und Gewährleistungsansprüche sind bereits verjährt. Unser Ziel ist vielmehr eine zügige Wiederherstellung des Autobahnabschnittes, um den immensen wirtschaftlichen Schaden und die Belastung der Betroffenen entlang der Umleitungsstrecke so gering wie möglich zu halten. Denn die Belastung für die Wirtschaft und die Anwohner an den Umgehungsstrecken werden in den kommenden Jahren erheblich sein. Schuldzuweisungen an den Bund, den Planern oder den Bauausführern helfen uns derzeit nicht weiter. Ist doch die DEGIS eine Projektgesellschaft des Bundes und der Länder, in deren Aufsichtsrat auch ein Vertreter von Mecklenburg-Vorpommern sitzt. Wir wollen, dass die Landesregierung einen ausführlichen Bericht zum derzeitigen Kenntnisstand der Absackung der A20 gibt, dass dargestellt wird, wie die Schadensbehebung erfolgen soll oder wann mit einer Wiederinbetriebnahme der A20 zu rechnen sein wird. Gleichzeitig stellt sich für uns die Frage, wie die entsprechenden Alternativrouten ertüchtigt und so ausgestaltet werden können, dass sie einen fließenden Verkehr sowohl für den Schwertransport, den Individualverkehr, aber auch für den Tourismus gewährleisten und dabei die Belastung der Anwohner so gering wie möglich halten. Sehr geehrte Damen und Herren, der Wiederaufbau der A20 an der abgesackten Stelle hat für uns die höchste Priorität. Hier müssen alle Maßnahmen ergriffen werden, um Planung, Genehmigung und Bauausführung so zügig wie möglich zu gestalten. Für uns stellt sich auch die Frage, inwieweit eine Umweltverträglichkeitsprüfung oder eine europaweite Ausschreibung für dieses Projekt notwendig sein wird. Beide Maßnahmen würden zwangsweise zu einer weiteren Verzögerung der Bauausführung führen. Der Bau der A20 erfolgt in einem ökologisch sensiblen Gebiet. Zahlreiche Maßnahmen wurden bereits beim Bau der A20 im Interesse des Umweltschutzes ergriffen und umgesetzt. Sollte es jetzt zu Klagen oder der Umweltverbände gegen die Wiederinstandsetzung kommen, würde sich dies sich selbst überführen und die Belastung der Menschen und der Wirtschaft vor Ort unerträglich verlängern. Der Bau der A20 erfolgte seinerzeit nach einer besonderen innovativen Methode, welche die Setzungszeiten verringern sollte. Offensichtlich ist das nicht geglückt, sodass nun erhebliche Kosten und Mehrbelastungen und Einschränkungen auf uns zukommen. Für meine Fraktion steht fest, dass die künftige Ausführung
nach einer herkömmlichen und bewährten Methode erfolgen muss. Teure Experimente wollen und können wir uns nicht wieder leisten. Wir fordern die Landesregierung auf, alle möglichen Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Bund zu ergreifen, um einen zügigen Wiederaufbau der A20 in Höhe Triebsees zu gewährleisten. Hierzu zählen insbesondere eine zügige Planung, Ausschreibung und Bauausführung. Nur so kann die wirtschaftliche und touristische Entwicklung weiter positiv für Vorpommern gestaltet werden. Auch für Vorpommern gestaltet werden. Die A20 ist und bleibt für Mecklenburg-Vorpommern eine Lebensader. Deshalb gilt es, diese Lebensader so schnell wie möglich wieder instand zu setzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Im Ältestenrat ist vereinbart worden, eine Aussprache mit einer Dauer von bis zu 60 Minuten vorzusehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren,